Der Salon Brockmann und Knödler an der Dresdner Frauenkirche. Hier werden unsere Leser frisiert und gestylt. Dagmar Knauf aus Großenhain bekommt einen frischen Haarschnitt mit neuer Farbe. Beate Endesfelder aus Oberlungwitz ist stolz auf ihr graues Haar. Deshalb wird der praktische Kurzhaarschnitt lediglich optimiert. Mit mehr Volumen und Struktur. Das Make-up betont Augenpartie und Lippen. Der Schnitt von Siegfried Ernst aus Dohna war ziemlich rausgewachsen. Zuerst gibt es aber auch für ihn eine Kopf- und Nackenmassage. Danach werden die Seiten gekürzt und das dünner werdende Haar kaschiert. Anschließend geht es an den Bart. Als männliches Model bekommt auch er ein bisschen Puder. Weiter geht's zum Modehaus Silbermann. Dort schlüpfen unsere Protagonisten in ihre festlichen Outfits. Eine Fliege für den Herrn, elegante Abendkleider für die Damen. Und dann geht's ab zum Shooting. Schick sehen sie aus. Und wie fanden sie es? So, der Tag heute hat mir sehr gut gefallen. Angefangen im Salon. Schminken, Haare schneiden, ganz super. Sich mal so verwöhnen zu lassen, stylen zu lassen, professionell. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Es gefällt mir ganz toll, muss ich sagen. Das tolle Kleid, hineinschlüpfen und dann vorm Spiegel stehen und einfach nur ein Traum. Ich habe mir hier schon noch etwas ausgesucht, was ich bestimmt mitnehmen werde. Und ansonsten, ich meine, ich habe eine ganz große Frisurveränderung und ich denke, das werde ich wahrscheinlich beibehalten, den Stil. Vorher war es immer nur Krawatte und jetzt durch die Beratung eben, muss ich sagen, bin ich zur Fliege übergewechselt. Ich werde das auch in meinem Programm mit aufnehmen.